Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Game Collector. Es gibt heute mal wieder ein Filme-Unboxing. Und zwar, ich habe Post von Amazon bekommen, zwar einen Tag verspätet, aber es ist ja der sogenannte Horror-Oktober, wenn man es genau nimmt. Es ist der Oktober und jeder weiß, welche Horrorfilmreihe im Oktober sehr bekannt ist. Und zwar Halloween. Ganz recht. Wir haben hier Halloween Age 20. Der hat es jetzt endlich auch auf 4K geschafft. Wir haben hier die Fortsetzung zum Original, der auch die anderen Fortsetzungen komplett ignoriert hat. Und wir wissen ja, die Universal Halloweens, die gehen ja auch immer auf das Original ein und tun das natürlich fortsetzen. Und der hier ignoriert auch Halloween 2. So schaut das Ganze aus. Ich nehme übrigens schon mit der neuen Blende auf, also das heißt mit dem Objektiv, aber ich werde höchstwahrscheinlich zum Unboxen das kleine Objektiv wieder verwenden, weil das große Objektiv zu nah dran ist. Also für zum Unboxen ist das andere Objektiv definitiv besser, weil dann muss ich das Stativ nicht so hochstellen. Aber ich bin ja Gott sei Dank flexibel und ich kann das hier alles im Bildschirm gut zeigen. So, ich würde sagen, wir packen das Ganze mal aus, schauen wir es uns an. Ich hoffe, die Belichtung, die passt einigermaßen. Ansonsten kann ich das Ganze natürlich entsprechend dann bearbeiten am Computer. Jetzt gucken wir mal, wie wir das aufbekommen. Denn wir haben nämlich hier eine Besonderheit. Wir haben nämlich hier einen Schuber mit dabei, mit dem Titelschriftzug, weil es ist ja ein weltweit identisches Steelbook. So, wir haben hier das Steelbook, so schaut es aus. Technischen Informationen könnt ihr euch mal durchlesen. Ich weiß nur, im Ausland ist auch eine deutsche Tonspur vorhanden. So, haben sie hier Klebepuppel drauf gemacht, aber die gehen ziemlich einfach runter. Können wir uns das Infoblatt nochmal angucken. Naja, wie gesagt, das blendet jetzt hier wieder extrem rein. Das ist scheiße einfach. Vor ein paar Tagen war es noch richtig duster, dann habe ich da wieder was einstellen müssen und jetzt blendet es wieder so extrem. Aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem gut erkennen. So, und dann haben wir hier diesen Schuber. Ich hoffe, es ist dellenfrei angekommen. Und dann haben wir hier das grenzgeniale Backmotiv. Das könnt ihr mal schnell auf euch wirken lassen. Würde das dann so ausschauen. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Legen wir es mal zur Seite. Richtig geiles Motiv, gefällt mir richtig gut. So von der Seite. Hier das Backmotiv. Richtig geil. Ich muss sagen, es war eine sehr gute Fortsetzung. Steve Miner hat Regie geführt, der Regisseur von Freitag der 13. Teil 2. Also er hat schon Horrorerfahrung. Jetzt machen wir das Steelbook mal auf. Haben wir hier die 4K Blu-ray. Und so schaut es jetzt von innen aus. Michael Myers hier abgebildet. Innendruck kann sich definitiv sehen lassen. Hier die normale Blu-ray.
Miramax gehört ja zu Paramount. Ich habe noch die alte Auflage von Studio Channel in der Keepcase-Variante. Und jetzt haben sie es halt hier von Paramount neu aufgelegt. Also, ich muss sagen, ein richtig geiles Steelbook gefällt mir richtig gut. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Steelbook gefällt. Zum Film, denke ich, brauchen wir nichts sagen. Es war eine super Fortsetzung, der halt, wie gesagt, die anderen Fortsetzungen konsequent ignoriert hat. Und ja, wie gesagt, geiler Horrorstreifen. Schreibt es in die Kommentare, wie euch das Steelbook gefällt. Und da würde ich sagen, sind wir mit dem Video durch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und wir hören und sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.